Hi, ich bin Stefan und seit 20 Jahren passe ich die Tiefpunkte von Aktien ab und danach nehmen wir so viel wie möglich von der anschließenden Aufwärtsbewegung mit. Das ist so der grobe Plan immer. Und ich habe schon vor 2 Wochen ein Video zu Nike gemacht und habe gesagt, ich werde da reingehen. Und jetzt ist so langsam der richtige Zeitpunkt dafür. Und warum das der Fall ist und wie es jetzt gerade aussieht, wo gerade auch so ein bisschen noch die unternehmerischen Herausforderungen sind, weil ich habe die letzten 2 Wochen halt auch genutzt, noch ein bisschen zu recherchieren, was so unternehmerisch gerade bei Nike so passiert und was gerade so die größten Herausforderungen sind und halt auch, wie wir das Ganze vielleicht einsortieren können. Und genau über diese Recherchen werde ich jetzt einmal mit dir kurz sprechen. So, wir starten einmal kurz mit dem Chart. Du kannst es hier sehen. Hier ist dieser extreme Abverkauf. War übrigens der extremste Abverkauf seit 1980. Also das Schlimmste, was die Nike-Aktie bisher so gesehen hat. Und das ist also schon wirklich, ich sag mal, ziemlich signifikant und auch alles andere, naja, als erfreulich. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich jetzt gerade in einer Situation, wo es dies besonders spannend macht. Jetzt eventuell ein Investment in Nike zu wagen. Du kannst es jetzt auch sehen, unsere Hobby-Signale haben jetzt gerade ausgeschlagen. Ja, also es ist jetzt schon ein Weilchen her, dass die ausgeschlagen haben. Das erste Mal war am 22.07. und das zweite Mal war am 30.07. Und ja, seitdem hat sich auch nicht viel getan. Das heißt, die Einstiegssituation ist eigentlich doch so mehr oder weniger dieselbe. Jetzt ganz konkret war es so, dass wir vor einem Tag, nämlich am 2.8., nochmal ein Einstiegssignal bekommen haben, was auch durchaus ein sehr schönes und recht zuverlässiges Einstiegssignal ist. Und das ist der Grund, warum ich jetzt dieses Video einfach mal abseits von unserem 4-wöchigen Rhythmus bereits nach 2 Wochen einmal mache. Also ich glaube, jetzt ist gerade wirklich ein guter Zeitpunkt. Starten wir aber vielleicht einmal mit dem Grund für diesen Abverkauf, den wir jetzt gerade bei der Nike-Aktie sehen. Der Hauptgrund ist, dass sie ein bisschen, ich sag mal, den Anschluss an die nächste Generation verschlafen haben. Ja? Also Gen Z ist definitiv einer der schlechtesten Käufer bei der Nike-Aktie und das ist halt etwas, was jetzt nicht sonderlich förderlich ist und wo man halt gucken muss, ob Nike es jetzt halt schafft, ich sag mal so, den Schritt auch in die nächste Generation noch nachzuziehen oder ob man jetzt quasi, ich sag mal so, auf die nächste Gruppe an Jugendlichen setzen muss, die jetzt so in 1-2 Jahren dann so, ich sag mal, ins kauffähige Alter kommen. Und das wird man jetzt sehen. Und ein weiteres Problem ist, dass sie einen neuen Konkurrenten kriegen werden. Also die beiden großen sind ja bisher Nike und Adidas. Und die beiden teilen sich mehr oder weniger diesen Markt. Klar, es gibt noch andere wie Under Armour und so weiter. Aber die sind doch in den klassischen Sportregionen, ich sag mal, relativ vernachlässigbar. Oder sie haben halt so ihre Nischen, wie zum Beispiel den Fitnessbereich. Aber so auf breiter Front sind die halt normalerweise nicht zu finden. Und Decathlon hat jetzt halt angekündigt, dass jetzt genau bei diesen klassischen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, Basketball und so weiter, dass sie dort jetzt halt auch über Sponsoring-Verträge oder so mit auf den Plan treten wollen. Und dann muss man natürlich mal sehen, was dann jetzt im Endeffekt passiert, wenn solch ein weiterer, ja durchaus auch sehr finanzstarker Konkurrent mit dort in dem Markt mitspielt. Ja, natürlich auch die Frage, inwieweit passt dieses Discount-Modell jetzt, ich sag mal so, zu einem Markenaufbau, weil ich meine, das ist ja, ich sag mal, Decathlons Hauptkaufargument, wenn man so will, dass sie halt relativ günstig sind und ihre Eigenmarken haben. Aber ich sag mal, wenn du selber im Sport unterwegs bist, also ich habe ja viele Sportarten gemacht, ich habe Kampfsport gemacht, ich bin Wakeboard gefahren und in all diesen Bereichen hat Decathlon halt auch ihre Eigenmarken. Ich gehe gerne wandern, auch dort mit Casual haben sie eine sehr, sehr starke Eigenmarke, wenn man so will. Und wenn man so ein bisschen tiefer in die Tasche greift und ich sag mal, so die Sachen Kauf, die so im unteren normalen Preissegment sind, also jetzt nicht das günstigste von Decathlon, sondern ich sag mal das hochpreisigere der Eigenmarke, dann kriegt man halt wirklich richtig gute Sachen für sein Geld und das macht es natürlich ja durchaus ein bisschen schwierig für die anderen Marken, weil sie halt bei den Preisen, die Decathlon aufruft, normalerweise eher nicht mithalten können und das ist einfach das große Problem, was die anderen halt haben. Und Nike hat dieses Problem halt auch. So, jetzt ist es halt so, dass die Frage, wenn man jetzt sagt, man baut eine neue Marke auf oder man versucht eine Marke bei einer anderen Generation zu platzieren, dann müssen diese halt irgendwie von Vorbildern oder so genutzt werden. Und ich glaube, gerade dort hat Nike es doch so ein bisschen verschlafen, ein bisschen auf diesem Social-Media-Zug aufzuspringen. Aber du kannst ja mal gerne schreiben, wie du das siehst. Aber ich glaube, dass das so deren größtes Problem ist.
ist, dass sie halt gerade bei diesen ganzen Influencern lange nicht so intensiv mit denen zusammenarbeiten, wie das bei vielen anderen Firmen halt der Fall ist. Und ja, aber ich habe durchaus die Hoffnung, dass die da durchaus nachziehen können. Und das Budget, das sie dafür brauchen, ist ja auch relativ gering, wenn man das jetzt mal vergleicht mit klassischer Werbung, wie sie normalerweise geschalten wird. Auch wenn sich in den letzten 2 Wochen jetzt nicht so viel getan hat bei dem Geschäftsmodell, möchte ich trotzdem mit dir noch einmal darüber sprechen, weil vielleicht hast du ja mein anderes Video nicht gesehen und das ist einfach doch ein wesentlicher Aspekt. Und selbst wenn du es gesehen hast, hilft es, glaube ich, wenn wir einfach nochmal darüber sprechen, damit dir klar ist, sind wir gerade und was könnte uns mit der Nike-Aktie alles passieren. So, hier sehen wir jetzt einmal das Geschäftsmodell im Vergleich zum Aktienkurs. Ja, und wir sehen jetzt hier die Entwicklung des Geschäftsmodells, die jetzt auch hier durchaus diese negative Prognose für 2025 hat. Also wir haben die 24er Daten sind bereits veröffentlicht, kannst du hier sehen. Der Umsatz lag bei 51 Milliarden und der Schätzwert ist jetzt halt 49 Milliarden, also 2 Milliarden weniger als noch im Jahr zuvor, was zum Teil sicherlich auf Währungseffekte zurückzuführen ist, weil der US-Dollar halt einfach gerade relativ stark ist und Nike natürlich international seine Waren verkauft. Und zum anderen aber natürlich auch auf einen kleinen Absatzrückgang. Ja? Aber meiner Meinung nach sind diese 2 Milliarden, die dort jetzt wegfallen, momentan nicht sonderlich dramatisch zu betrachten. Und ich würde mal schätzen, dass ungefähr die Hälfte auf Währungseffekte zurückzuführen ist. So, und du siehst auch, im nächsten Jahr sollen wir wieder bei 51 Milliarden Umsatz sein, dann 54 und so weiter. Der aktuelle Preis, den wir für die Nike-Aktie bezahlen, beziehungsweise der Preis für alle Aktien zusammen, repräsentiert durch die Marktkapitalisierung, sind momentan 110 Milliarden. Das hier ist der Jahresschlusskurs von 2024 und das waren 142 Milliarden. Da sind wir jetzt also deutlich unten drunter. 110 Milliarden ist ungefähr hier so dazwischen. Ja? Also das hier waren 90 Milliarden in 2017. Und in 2018 waren wir bei 114, das heißt, wir müssen hier irgendwo so dazwischen sein. Und damit kannst du jetzt schon erkennen, haben wir wirklich einen extremen Abverkauf zum aktuellen Zeitpunkt. Wir sehen auch, dass unternehmerisch, wenn ich die Marktkapitalisierung einmal rausnehme, ehrlich gesagt, ja, wir einfach nur ein recht schönes Wachstum haben, immer mal wieder mit so einem kleinen Rücksetzer. Auch das ist ganz interessant. Schau mal hier, der Corona-Rücksetzer, der war ungefähr in einer ähnlichen Größenordnung, auch so um die 1,52 Milliarden, genauso wie wir das jetzt haben. Nur, dass jetzt natürlich eigentlich gerade überhaupt keine Krise da ist und das lässt natürlich schon so ein bisschen, naja, ein bisschen sauren Beigeschmack erzeugen. So, wenn wir uns mal anschauen, wo der Gewinn war in 2024, dann war der bei 6,3 Milliarden US-Dollar, beziehungsweise es ist das EBIT, ist also der Gewinn vor Steuern. So, wenn wir den mal vergleichen mit den Werten, die wir jetzt zum Beispiel 2020 oder von mir aus auch 2017 hatten, dann liegt dieser deutlich höher. Wir sind also vom Prinzip her auf einem sehr angenehmen, sehr hohen Level aktuell, was den Gewinn angeht, auch wenn der Gewinn jetzt mal ein paar Jahre zurückgegangen ist. Und du kannst das hier sehen, eine ähnliche Situation hatten wir in der Zeit von 2017 runtergehend bis 2020. Ja? Und dann gab es diesen Sprung nach oben und jetzt geht es gerade wieder so ein bisschen runter. Und die Hoffnung, die man jetzt natürlich haben kann, ist, dass wir demnächst wieder einen Sprung nach oben bekommen. Deswegen lass uns jetzt doch mal schauen, was die Analysten aktuell sagen. Kurzer Reminder, EBIT 6,3 Milliarden in 2024 und der Umsatz war bei 51 Milliarden. Während ich ja von den Analystenschätzungen eigentlich nicht so viel halte, wenn es um Kursentwicklung geht, ist es durchaus so, dass ich die Schätzung, was die unternehmerische Entwicklung angeht, durchaus ja sehr gerne nutze. Und hier siehst du jetzt die aktuellen Prognosen. Die Umsätze sind genauso wie in einem anderen Programm auch. Du siehst es hier, geschätzt für 2025 werden 49 Milliarden. Also das ist, denke ich, durchaus ganz in Ordnung. Und das EBIT soll in der Größenordnung von 5,4 Milliarden liegen. Und ab dem nächsten Jahr sollen wir quasi wieder auf den Level des Vorjahres sein, was natürlich sehr positiv wäre. Ja? Also wenn das jetzt so kommt, wie das aktuell prognostiziert ist, wäre das für den Aktienkurs sicherlich eine sehr erfreuliche Sache. So, jetzt gibt es vielleicht diese eine Sache, die auch dir auffällt und das ist natürlich, dass dieser Rücksetzer, den wir jetzt haben, ja, also diese 3 Milliarden, die da weggefallen sind, die liegen ja in der Größenordnung so von 4 bis 5% ungefähr.
Und das, was jetzt natürlich vielleicht nicht so ganz in deinen und ehrlich gesagt auch nicht so ganz in meinen Kopf rein will, ist natürlich, dass dieser Rücksetzer, den wir jetzt seit 2021 haben, wenn wir den mal ausmessen, bei 58% liegt, ja. Das heißt, wir haben einen Umsatzrückgang um 3%, okay, Rückgang im EBIT, der wahrscheinlich noch ein bisschen größer ist, vielleicht so 10, 12%. Und der Aktienkurs fällt um 60%. Und da stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, woran liegt denn das Ganze, dass wir solch einen starken Rücksetzer jetzt hier gerade bei der Nike-Aktie haben können? Und ich denke, den Grund dafür kannst du jetzt hier im Kursumsatzchart sehr, sehr schön sehen. Wir haben hier so einen Tiefpunkt gehabt, der lag so im Jahr 2003 rum. Dort hatten wir ein Kursumsatzverhältnis von 0,32. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hast du 30 Cent bezahlt für jeden Euro an Umsatz, den das Unternehmen gemacht hat. Und das Verrückte ist jetzt halt, wir sind hier hochgeschossen, jetzt bis auf ein Verhältnis von 6. Ja, also von 6 Euro, die du quasi bezahlt hast für jeden Euro Umsatz, den das Unternehmen gemacht hat. Das heißt, du siehst schon, Nike ist einfach immer teurer geworden und ist sehr, sehr teuer gewesen. Und wenn man ehrlich ist, auf dem aktuellen Level sind wir immer noch auf einem Kursumsatzverhältnis von 2,2. Das heißt immer noch wesentlich höher, als das jetzt damals 2003 der Fall war. Und wenn wir sagen wesentlich höher, reden wir davon, dass wir ungefähr noch 7-mal so teuer sind, ja, wie zum damaligen Tiefpunkt. Du kannst auch sehen, dass das eine extrem günstige Bewertung war, ne? Also wenn wir mal schauen, was so normale Bewertungen waren, dann waren die so knapp unter 1, würde ich sagen. Ja, also hier waren wir mal knapp über 1, da waren wir mal knapp unter 1 und das waren auch schon günstige Bewertungen. Und wir wissen jetzt natürlich nicht genau, was die günstige Bewertung sein wird, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben. Was dir aber bewusst sein muss, ist, dass es uns durchaus passieren kann, dass wir vom aktuellen Level, den 2,2, uns zum Beispiel nochmal halbieren. Das ist jetzt ein Szenario, was definitiv im Bereich des Möglichen ist. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir dir das ein. Und ich denke, das ist durchaus ganz wichtig, dass ich dir das einmal zeige oder dass ich das einmal erwähne, damit du halt deine Strategie auf diese Situation passend anwenden kannst. Meiner Meinung nach gibt es drei Strategien, die man alle anwenden kann, um in Aktien einzusteigen, beziehungsweise drei Anlagestrategien, wenn man so will. Das ist eine Sparplaninvestition, das ist eine Buy-and-Hold-Investition und das ist eine Timing-Investition. Ich mache drittens, ja, weil ich der Meinung bin, dass das Timing unser größter Vorteil als Privatanleger ist, ja, weil wir relativ kleine Positionen haben und wir können die quasi zum perfekten Zeitpunkt in den Markt legen. Damit laufe ich konträr, zum Beispiel zu einem Warren Buffett, das ist mir durchaus bewusst. Musst du dir halt überlegen, ob du das auch so siehst, dass das einer unserer größten Vorteile ist oder nicht, ja. Fakt ist aber, diese drei Strategien kannst du alle anwenden und die sind auch alle anwendbar aktuell auf die Nike-Aktie, meiner Meinung nach. So, man muss allerdings wissen, worauf lasse ich mich ein, wenn ich die unterschiedlichen Strategien verfolge. Deswegen lass uns die jetzt einmal kurz durchgehen. Angenommen, du machst jetzt eine Sparplanstrategie, dann würde das ja bedeuten, du fängst jetzt an, in die Aktie zu investieren und nach festgelegten zeitlichen Rhythmen investierst du in die Aktie und versuchst zum Beispiel diesen Tiefpunkt abzupassen. Dabei würde ich persönlich zum Beispiel davon ausgehen, zu sagen, okay, ich denke, jetzt ist der Tiefpunkt und das tue ich durchaus, ja, wobei ich halt nicht weiß, was jetzt passiert genau, weil ich gehe davon aus, dass wir jetzt eine Korrekturbewegung bekommen und wir gerade in einer Übertreibung sind. In unserem Investmentmodell sieht das halt so aus, dass wir jetzt hier gerade in der Übertreibungsphase sind. Meiner Meinung nach durchaus gerade hier unten. Das ist eine Übertreibung nach unten. Ja, wir sind gerade in einem Abwärtstrend, in einer Abwärtsbewegung und dort in einem extremen Übertreibungsbereich. Und jetzt wird, denke ich, eine Korrektur kommen. Diese Korrektur läuft dann entgegen der Abwärtsbewegung. Und das ist also vom Prinzip her das, worauf ich jetzt setze. Ich möchte von dieser Korrektur so viel wie möglich mitnehmen. Was ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vorhersehen kann, ja, ist, ob dann auch ein Stimmungsumschwung kommt, sodass wir wieder von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend wechseln. Das kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber ich erwarte eine Korrektur und diese Korrektur kann durchaus recht extrem werden. Es ist durchaus realistisch, dass diese Korrektur jetzt hier hochgeht bis zum Beispiel 110, ja, und wir quasi einen Anstieg um 50% bekommen. Das wäre immer noch meiner Meinung nach eine Korrekturbewegung,
wenn auch eine sehr starke Korrekturbewegung. Ja? Also da würden wir quasi, wenn wir jetzt sowas bekommen würden, meiner Meinung nach hier schon so in diesen Stimmungsumschwungsbereich reinstoßen, ungefähr hier so in die Mitte, vielleicht so in den oberen Bereich, ja. Aber es wäre immer noch nicht so, dass wir dann in einer Aufwärtsbewegung sind, sondern dafür müsste es noch ein bisschen extremer gehen. Und insbesondere wäre es halt so, wir müssten halt wieder dann hier in so eine Korrekturphase zurückkommen. Und die müsste dann rechtzeitig gebrochen werden, dass ich dann sagen würde, wenn wir dann wieder in der Aufwärtsbewegung sind, dann sind wir wirklich hier so Richtung Übertreibung unterwegs. Jetzt ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass ich persönlich meinen Einstieg gerne hier unten mache, ja, und nicht unbedingt hier in diese Kaufenphase. Auch dort laufe ich ein bisschen konträr zu anderen, die nämlich einen wesentlich späteren Zeitpunkt zum Investieren normalerweise nutzen. Und wenn du jetzt hier, ich sag mal, jemand bist, der relativ sicher sein möchte, dass dieser Abwärtstrend vorbei ist, dann ist es eventuell jetzt auch noch zu früh für dich, um in die Nike-Aktie zu investieren. Aber das ist halt auch wieder so ein bisschen eine Frage deiner persönlichen Strategie, die ich übrigens sehr gerne mit dir entwickeln würde, wo ich dir sehr gerne zeigen würde, was du alles machen könntest. Ja? Also hier aktien-akademie.de kannst du dir unsere Ausbildung ja vielleicht einfach mal anschauen. Und ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall das, was du jetzt, denke ich, berücksichtigen solltest. Wenn du jetzt einen Sparplan startest, ist das, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache. Wenn du jetzt ein Buy-and-Hold-Investment machst, ist das Wichtige, dass du dir klar machst, dass du halt noch diese weitere Abwärtsbewegung eventuell vor Augen hast. Dann ist auch wichtig, dass du die Nike-Aktien zum Beispiel nicht bei plus 30, 40% verkaufst, ja, wenn wir jetzt hier oben sind, sondern dass du dann drin bleibst, weil du ja beim Einstieg, wenn du jetzt keinen Stop benutzt und dich nicht nach unten absicherst, ja bewusst das Risiko eingehst, dass die Nike-Aktie noch um 50% fallen könnte. Und dann musst du natürlich auch bewusst klar haben, dass du die Aufwärtsbewegung jetzt über viele Jahre mitnehmen möchtest. Ich würde dir empfehlen, dass du dir jetzt vielleicht einen zeitlichen Horizont setzt und dann nochmal evaluierst, ob du jetzt bei Nike drin bleiben willst oder nicht. Dieser zeitliche Horizont sollte meiner Meinung nach mindestens 3 Jahre oder 100% plus betragen. Ja, also dass du dann nochmal evaluierst, hey, will ich jetzt weiter bei der Nike-Aktie drin bleiben? Wenn du jetzt ohne Stop zum aktuellen Zeitpunkt dort in die Nike-Aktie investierst. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Framework, was ich dir da gerade gebe. Ja, also dieses zeitliche Mindset, das funktioniert auch, ist psychologisch aber viel anspruchsvoller als das, was ich mache. Ja? Ich werde es jetzt so machen, dass ich hier diesen Einstieg hier wage und mich dann mit einem Stop darunter absichere. Diesen Stop kann man an unterschiedliche Stellen setzen. Du siehst hier schon die beiden Werte, die ich jetzt gerade so andenke. Der eine liegt hier so um die 61, 60 US-Dollar rum und der zweite liegt um die 54. Ich muss gestehen, ich habe mich selber noch nicht ganz entschieden, welchen ich von beiden jetzt nehme. Sie sind ja auch relativ weit weg vom Kurs aktuell. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich aktuell plane. Ja? Und ich plane eventuell auch noch mal einen Nachkauf zu diesem Level, aber auch dort habe ich mich leider noch nicht 100% entschieden. Also, ich werde jetzt die nächsten Tage in Nike investieren. Ich habe es aktuell noch nicht gemacht, aber ich denke, ich werde jetzt am Montag, also ich nehme gerade am Wochenende das Ganze auf, werde ich diesen Einstieg machen. Der Einstiegszeitpunkt, den ich jetzt am Freitag hatte, der war ganz schön, aber der war so gegen Ende des Marktes. Weil ich gerade Sport machen, deswegen habe ich den verpasst. Ja? Auch ich, obwohl ich das ja versuche, Vollzeit zu machen, habe natürlich auch noch so mein Privatleben. Und manchmal passiert es dann halt auch mal, dass ich diese 2, 3 Stunden eventuell verpasse. Und so war das jetzt halt auch bei Nike. Und ich werde mir jetzt die Marktsituation bei Markteröffnung sehr genau anschauen und werde dann mein Investment, denke ich, bei der Nike-Aktie auch tätigen. Gerne diskutiere ich auch mit dir darüber, entweder in den Kommentaren oder am Donnerstag im Investmentclub. Trag dich einfach kostenlos einmal bei uns ein, fokusinvestor.de, schicke ich dir die aktuell spannendsten Aktien jeden Tag zu und du bekommst halt noch die Einladung in den Investmentclub immer donnerstags 19 Uhr. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video. Mach's gut, mein Lieber. Ciao.